Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program, wo wir in der letzten Folge endlich uns entschieden haben, für was wir erforschen wollen. Und wir in dieser Folge, oder dann am Ende der Folge noch, die neue Rakete ein bisschen zusammengeschraubt haben. Und jetzt in dieser Folge, ich muss gerade gucken, wo der passende Größe von Stecker ist. Ah, da gibt es wahrscheinlich nichts Passendes, was wir in der Größe haben. Alter, diese Viecher sind nervig, wisst ihr das? In dieser Folge werden wir einen Climpatron, beziehungsweise in dieser Folge wird unsere Rakete fertig gemacht, die das Teil in den Weltraum bringen soll. Und deswegen brauchen wir diese große... Geht das jetzt an mich gerade? Ich weiß es nicht. Bauen wir jetzt diese Nose Cone, die relativ groß ist, weil ich will versuchen, dass wir den unteren Teil wieder zurück auf die Erde bringen. Bedeutet, wir müssen einen großen Boden dann bauen, beziehungsweise erstmal mit einem Stopp. Wir müssen erstmal hier den Kopf des Gedankens einbauen. Haben wir überhaupt so was Großes? Nope. Wenn Leute es nicht aushalten zu warten, warte mal. Warum bist du eigentlich so weit schräg drüben? Ich weiß es nicht so. Hier, zack, zack. Müsste ja eigentlich passen, oder? Dann kommt da noch ein bisschen elektrischer Strom dran. So. Vielleicht sollte ich es accessible machen. So. So, und dann tun wir... Ne, warte mal, es funktioniert gar nicht so. So. Das unten drauf bedeutet, es hat einen Kopf. Dann bauen wir da rein noch die Antenne. Davon brauchen wir noch eine, warte mal. Oder zwei. Bessere Datenübertragung, falls einer aushält. Alter, es gibt Leute, die tun echt Nerven, ne? Warte mal, ich schaue da schnell nach. So, Freunde, ich bin wieder zurück. Ich musste gerade ein bisschen weiterhelfen bei Port Forwarding. Jetzt stellen wir aber mal hier schnell unsere Rakete ein. Mal schauen, welche Antrieb wir darunter verwenden. Welche wohl am besten ist, um dieses Teil in einen guten suborbitalen Orbit zu bringen. Oder orbitalen, damit wir das dann wieder zurückschicken können. Gen Erde am Ende. Ich brauche nur den super Antrieb. Hat noch immer so einen tollen. Hatten wir den hier schon? Doch, hatten wir. Hier. 4000 MS hat die Rakete jetzt schon. Ich schiebe trotzdem noch ein Stück dazwischen, einfach for safety. So. Hä, was ist denn das jetzt? Achso, das ist die Fairing oben. 4500 MS. Das müsste ja eigentlich reichen, oder? Was für Landing Legs haben wir denn schon? Ah, wir haben immer noch die falschen. Oh, schade. Ne, aber wir können sie wenigstens hoffentlich zurückholen. Aber wir müssen die Fairing neu bauen. Verkleidung bearbeiten. So. So. Die probieren wir jetzt mal aus. Das ist jetzt Orbiter. Terraner. Einfach mal, ganz easy gesagt, speichern wir jetzt mal. Einfach mal probieren, wir wissen ja nicht, wie gut es läuft. Für mich ist das alles auch Erfahrungssache jetzt. Oder, oh ne, wir haben wieder einen Bug. Ich hasse diesen Bug. Ich weiß nicht, wie der auftritt, aber wir können das Zeug gerade nicht verwenden. Aber wenn wir jetzt starten das Spiel, dann stürzt das Spiel ab. Ah, dann müssen wir es halt ohne starten.
Fragt mich nicht, wieso das passiert. Ich weiß es auch nicht. Wir haben Batterien, wir haben Dings. Wir könnten eigentlich ein großes SS einbauen, oder? Geht das? Haben wir noch ein kleines? Ne, wir haben Medium auch. Aber was wir auch machen können, ist natürlich hier oben. Weil ich würde das gerne im Weltraum drehen. Das ist es halt, ne? Bedeutet, wir bräuchten eigentlich hier solche Drehteile, die das Ganze ins Drehen bringen. Und hier gibt es ja noch ein paar größere. So, einen hierhin und einen dorthin. Damit das Teil sich gut drehen kann, das speichern wir. Und starten wir jetzt mal ganz easy. Ich hasse es schon wieder. Jetzt ist schon wieder der Bug da. Ich weiß nicht, woher der kommt. Ich weiß nicht ansatzweise, woher der kommt. Ist das durch den Multiplayer-Mod oder... Irgendwas macht das Teil immer kaputt. Ich weiß auch nicht, was. Das macht mich langsam fertig. Okay, ich würde sagen 3, 2, 1, Orbiter 1. Stopp! Ich hab was vergessen. Wie wollen wir das Teil denn bremsen, wenn... ich bin ja total dumm. Warum sagt ihr denn nichts? Wir brauchen hier Bremsfallschirm und alles. Dann schießen wir doch die Atmosphäre wie ein Stein. A, B, C, D, wo ist es denn? Warte mal. Da. Das ist natürlich irgendwie blöd, oder? Wir sitzen das hier in die Außenhülle mit ein paar mehr. Oder Bremsfallschirme brauchen wir doch. Bremsfallschirme brauchen wir mehr. Und dann drunter noch 4 von denen hier. Oh, nee, das war nicht der Plan. Ups. Würde eher sagen, die großen nach oben. Und die kleinen drunter. Aber die müssen wir dann auf Maximum erhöhen. So. Dann können wir nämlich... Ja, das ist jetzt die Frage, wo setzen wir am Schloss hin? Hier hin. Oder das sind die 8, das sind die Bremsfallschirme. Wir brauchen nochmal eine eigene Stage. Wir setzen jetzt einfach ganz nach oben. So, speichern, starten und dann schießen wir mal die Rakete in den Weltraum hinauf und schauen, was passiert. Bin gespannt, weil es wäre, ich hätte echt mehr erwartet, wir brauchen einen Schub, aber da oben ist auch fast nichts drin, ne? 3, 2, 1, Liftoff. Boah, was war denn das für ein Knall? Ich hätte irgendwie erwartet, dass er schneller fliegt. Wir sind dann eh nach oben diesmal fliegen, wir brauchen eh mehr Kraft. In die andere Richtung. Nee, doch, Richtung Norden will ich, dass du fliegst. Warte, du sollst Richtung Norden fliegen. Muss ich umgewöhnen, weil ich tue jedes... Ich habe in meinen Fingern schon dieses Standardprogramm, wie ich die Rakete lenke. Oder ich weiß schon haargenau, wo drücke ich N, wie, wann drücke ich W oder was. Dass wenn man auf einmal, weißt schon, gegen die normale Flugbahn fliegt, ist halt für die Finger so ein komplettes Umspielen. Ist jetzt gerade richtig unangenehm, weil ich einfach gegen das spiele, was ich normalerweise mache für den Wegen, um jede Rakete reinzufliegen. Weil da kann ich schon teilweise halb AFK sein und ich weiß, okay, ich sehe im Bildschirm ungefähr, wo die an der Atmosphäre ich bin, was mache ich gerade. Bloß wenn ich jetzt so mache, ich muss da und mich darauf konzentrieren, dass ich W drücke und nicht aus den D, was richtig ekelhaft ist. Weil ich fliege fast nie nach Norden eigentlich mit meinen Raketen. Also relativ selten, weißt du schon, es gibt halt die ein, zwei Fälle, wo du zum Pol mal fliegst oder sowas. Aber,
Okay, jetzt hätten wir das erreicht, was wir mindestens bräuchten, um Richtung Atmosphäre zu fliegen, wieder zurückzufliegen. Die Hälfte des Tanks circa. Obwohl eigentlich auch nicht, ne? Wir müssen eigentlich schauen. Ein Drittel, Viertel von Tank bräuchten wir wahrscheinlich, ne? So, 102, 103. Wir haben eine minimale Orbit, glaube ich, ne? Die müssen wir noch einhalten. Wir bringen das Timer wenigstens in den Orbit. Das wäre schon mal ein Ziel. Hier vorspulen aus der Atmosphäre raus. Genug Treibstoff hat das Teil ja, ne? Weil ich glaube, es kann sie selber in die Höhe bringen, die es braucht. Da braucht es nicht unbedingt unsere Riesenrakete. Ich habe eh irgendwie die Vermutung, dass da zu wenig Treibstoff drin ist. Eieiei. Ich kann immer noch nicht gegensteuern, glaube ich. Ich kann immer noch nicht das machen, was ich gerne machen würde. Also ich versuche gerade mit W gegenzusteuern. Aber er macht nichts. Ich weiß auch nicht, ob das daran liegt, dass er wohl jetzt reagiert. Oh, sie reagiert sogar richtig gut, die Rakete. Bisschen steuern, bisschen steuern, bisschen steuern, bisschen steuern, bisschen steuern, bisschen steuern, bremsen. Und Boost geben. Jetzt kommt der nächste Hauptburn. Jetzt ziehen wir die Rakete auch ein bisschen unten drunter. Weil eigentlich soll der Teil ja noch selber zurückkommen. Bedeutet, er darf nicht zu viel burnen. So. Genug geburnt. Jetzt wird mal die Fairing geöffnet. Das ging irgendwie sehr schnell. Da war wieder viel Druck drunter. Und dann Solarmodul ausfahren, Solarmodul ausfahren und die Kappe. Treibstoff ist an. Jetzt haben wir den großen Scanner aus, wir drehen die nach unten, so. Eigentlich müsste das Teil ja sich so drehen, ne? Dann werden wir es so drehen. So. Bleib stehen. So. Dann hat es wenigstens einen guten Punkt. Antenne ausfahren. Ist das Teil jetzt aktiv oder nicht? Das ist die gute Frage. Arbeitet von 50 Kilometer bis 500 Kilometer. Bedeutet, eigentlich sollten wir in der Range sein. Oh ja! Range erreicht. Yes, man! Das schaut interessant aus, dass das so ein Radius außen rum hat. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Telemetrie Report ist laufing. Ja, aber es funktioniert gut, schaut euch das an. Das Teil können wir dann auf jeden Planeten auch nochmal schicken. Weil es gibt ja nochmal extra Daten, ne? Und wie schaut es eigentlich mit der Stromversorgung aus? Negiert sich von selber. Also ich glaube, wir haben so viel Produktion, dass wir das eine Teil locker unterhalten können. Ja, okay, mit diesen riesigen Teilen hier, wie viel produzieren die? 23 EC pro Sekunde. Wie viel braucht das Teil? Steht es hier vielleicht? Ein EC. Wir produzieren das 46-fache produzieren wir mit dem Teil. Bedeutet, da kann noch viel mehr Technik eigentlich drauf. Das wäre was, was wir Richtung keine Ahnung, Duna schicken.
Vielleicht keine doofe Idee. Schicken wir das da Richtung Duna. Mit mehr Forschungssachen. Brauchen halt wahrscheinlich eine High-Gain-Antenne nochmal, die irgendwie besser ist als das da. Pale Carbon. Hm. Schickt jetzt eigentlich Daten mittlerweile heim? Daten? Ja, schickt es. Es schickt sie wieder zurück. Perfekt. Daten kommen wieder zurück auf die Erde. Das ist schon mal gut. Aber das Teil hat auf jeden Fall super funktioniert. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge schicken wir das kleine Teil da hinten oder den riesen Booster wieder zurück zur Erde. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.